Hallo Freunde und willkommen zurück wieder zu einem besonderen Video. Wie letzte Season auch, mache ich diese Season wieder so eine Art Was-kann-passieren-Theorie. Und ich entschuldige mich für meinen lauten PC, aber diese Theorie-Videos nehme ich immer am PC auf. Deswegen, ja, heute etwas ungewöhnlich. Also wir werden heute uns mal anschauen, was kann denn passieren, was wird wahrscheinlich passieren. Wir werden uns auch nochmal den Dialog von dem Besucher anhören, also von dem Alten, den man hier an dieser Steuerkonsole auslösen kann. Da kriegt man eben auch diesen weißen Stil, den ich gerade anhabe. Und wir hören auch schon den Counter von der Rakete immer. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Wir hören uns erstmal den Dialog an. Wie gesagt, hier hören wir auch so leichte Geräusche. Wenn man hier genau hinhört. So eine Art Funken. Hören wir doch mal. Jeder, der uns sieben sieht, weiß, es ist sehr riskant. Ich vermute, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen. Aber es muss getan werden, sonst ist die Brücke verloren. Niemand hat die Entstehung der Insel einkalkuliert. Das Aufeinanderprallen interdimensionaler Materie hätte auflösen und nicht verdrängen sollen. Jetzt, da ich es selbst erlebe, wird mir klar, dass es schon aufgrund der Kompression allein absolut nicht vermeidbar ist. Ich hoffe, dies hilft mir dabei, mich an alles zu erinnern. Ich hoffe inständig, dass ich nicht so verstumme wie andere vor mir. Bislang sieht es jedenfalls so aus. Die Dicker-Theorie war ein Erfolg. Ich, du, wir sind genau in dem Moment aus der Schleife raus, als sie sich ausbreitete. So wurde die Singularität angehalten und wir konnten die Geräte für den Übergang synchronisieren. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht bedacht, dass es für den Absprung notwendig war, dass in der Schleife selbst das Gerät gestartet wird. Deswegen konnte ich sie nicht verlassen. Aktiviere das Leuchtfeuer genau dann, wenn dieser Timer endet. Nur so dämmen wir den Abgrund ein. Wenn sie richtig liegen, wird es das Ende sein. Ja, also ziemlich interessant. Wie gesagt, also, es kann wirklich alles passieren. Es kann sein, dass wir eine neue Karte bekommen, was wahrscheinlich auch so sein wird. Aber es gibt keine offizielle Bestätigung von Seiten Epics. Das heißt, wir könnten auch diese Karte behalten, stark verändert. Also die Grundform und zum Beispiel so Nebenorte, wie zum Beispiel hier unten dieses Jerusalem, wie es ja alle ungefähr nennen, dass es bleiben könnte. Nur die alle großen Orte zum Beispiel und ein paar andere Sachen würden sich verändern. Das wäre auch möglich. Allerdings glaube ich nicht daran. Was vermutlich passieren wird, ist eben, dass diese Rakete dann startet. Also meine Theorie, gell? Denkt daran, ihr habt vielleicht eine eigene Meinung. Wenn es da völlig anders kommt, es ist eine Theorie. Was ich glaube, ist, dass die Rakete in den Nullpunkt, also in die Lootleg-Kugel reinfliegt. Und somit eben dann, ja, diese Schleife bricht. Was aber dann das Problem ist, dass dann eben diese Zeit wieder weitergeht. Und das heißt, dieser Meteoroid, der ja im Moment stehen bleibt, würde da mit voller Wucht hier reinknallen. Aber wir wissen ja nicht, wie groß der Meteoroid damals war, der damals in das hier reingeknallt ist. Vielleicht ist dieser Meteoroid viel größer. Dieser könnte dann vielleicht mit einem verheerenden Aufprall die ganze Fortnite-Insel zerstören. Und der Busfahrer rettet alle und bringt sie auf die neue Insel. Ungefähr so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin sehr gespannt auf das Live-Event. Vorfreude ist auf jeden Fall da. Wenn ihr, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Teambesucher oder Gegenbesucher seid mit den Schilden hier. Ich bin für Besucher, ich war schon immer Besucher-Fan, ich weiß nicht warum. Ich habe heute nur den Wissenschaftler an, damit ich eben mit der Konsole interagiere. Aber dann weiter zum Text. Er spricht auch von der schwebenden Insel mit interdimensionaler Materie. Die hätte sich auflösen sollen. Hat sie aber nicht. Kevin ist immer noch da. Das heißt, wahrscheinlich wird Kevin auch noch was mit dem Live-Event zu tun haben. Dann, eben, er hat ja die Kassetten immer in Risszonen versteckt. Wahrscheinlich hat er dann den Rift-Beacon aktiviert, um eben seine, wie nennt man das, seine Brüder oder was es sind, halt, also seine Freunde, mit Hilfe dieser Rift-Beacons hierher zu holen, um so eine Art Konferenz zusammenzuhalten. Ist jetzt mal meine Idee. Und ja, also heute haben wir auch in den nächsten Skin die weibliche Besucherin, die heißt das Paradigma. Und es ist sehr, also es ist ein Recolor von Singularität, ein bisschen anders. Aber die ist auch eine der sieben.
Was mit den anderen vier ist, weiß man jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht sehen die gleich aus. Aber ihr seht, ich bringe mich selber ganz aus dem Konzept. Ich habe echt keinen Plan, was hier passiert. Ich bin einfach nur gespannt. Ich bin auch gespannt, ob wir dann direkt mit der Battle Royale Runde in der nächsten Karte weitermachen. Oder ob wir erstmal ein Patch oder Update downloaden müssten. Weil wenn wir ein Patch oder Update downloaden müssten, dann werden... Sprachfehler. Dann werden ja die anderen, die zum Beispiel ein schnelleres Internet haben, viel schneller. Und dann könnten die praktisch die Season schneller füllen. Aber wir haben auch gesehen beim Würfel-Event, dass Epic diese, wie nennt man das? Das Loot Lake damals auch verändert hat, ohne irgendein Patch. Das heißt aber allerdings, wäre es dann halt eine komplett neue Karte, was auch so fast unmöglich wäre. Aber ich bin gespannt. Ich weiß null, was passieren wird, was ich jetzt wahrscheinlich zum 7. Mal gesagt habe. Aber wir gehen noch auf weiteres ein. Und zwar, wie wir ja vielleicht wissen, ist bis auf Starry Suburbs alles alt. Oder Gotham City und Tilted waren auch nicht Ding. Das heißt also, dass er auf jeden Fall die Besucher aus dem Paralleluniversum geholt hat. Weil nämlich Tilted Town, obwohl in Tilted Town war auch kein, doch, in Gotham zum Beispiel, kam ja nie vorher vor. Und Tilted Town auch nicht. Das heißt, es war in einem Paralleluniversum so. Genauso wie Starry Suburbs. Und wir wissen auch nicht, warum er die Insel geholt hat, wenn sie ihm so Probleme macht. Wahrscheinlich, weil er einen Fehler gemacht hat, wie er gesagt hat. Oh, es ist so spannend. Vielleicht kommt auch der Mech wieder. Weil der ist ja nur im Himmel abgehoben. Vielleicht schaut er zu die ganze Zeit. Und kommt wieder. Es ist so spannend. Es ist so spannend. Aber anhand der Zeichen wird es wahrscheinlich, wie gesagt, eine neue Karte geben. Man weiß es allerdings nicht. Man vermutet allerdings. Ja, es ist einfach spannend. Wie gesagt, hier die ganzen Rift Beacons, die er designt hat. Aber die Frage ist, jetzt gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Die Frage ist, was hat er in Season 4 gemacht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Er war ja in Season 4 schon mal da. Warum hat er damals... Ich muss mal kurz nachdenken. Warum hat er damals diese Rakete gestartet und den Riss erzeugt? Weil in gewisser Maßen hat der Riss ja Kevin erzeugt. Und Kevin hat dann Loot Lake erzeugt. Also wahrscheinlich auch den Nullpunkt. Oder vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall... Ist so spannend. Ja, aber eigentlich ist Singularität schuld, wenn man das mal so nennt. Ich meine, sie hat die Loot Lake Kugel kaputt gemacht, aber nur um vor Kratos die Welt zu retten. Ist alles sehr vertwistet, es ist sehr spannend. Ja, meine endgültige Theorie. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach mega gespannt, wie zum 7. Mal gesagt. Was allerdings auch noch passieren könnte, ist, dass wir in die Welt der Besucher, also der Besucher, dieser Rasse, dieser, was könnte man sagen, Alien-Rasse gezogen werden. Und vielleicht da dann die neue Map ist. Das wäre auch cool. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ach, Leute. Es ist echt spannend. Es ist fast genauso wie in, wann war das? In Season 9 hat sich ja abgezeichnet, dass der Roboter gegen das Monster kämpfen wird. Da wusste man wirklich, was passieren wird. In Season 7 wusste man auch, dass da oben Vulkan hinkommt, wegen dem Feuerkönig und weil das Ding zum Beispiel hier, das Gebiet Wailing Woods da oben so dunkel kam. Aber dieses Mal ist es wirklich krass und vor allem die Frage ist halt, ob das Live-Event die Karte wirklich zerstört. Das ist auch nochmal die Frage. Aber was ich noch glaube, was passieren wird, ist eben, dass man im Live-Event vielleicht die Besucher sieht. Also den Wissenschaftler, den ursprünglichen Besucher, das Paradigma. Vielleicht sieht man die ja, wie sie die Rakete starten. Das wäre echt cool. Aber nichtsdestotrotz, keiner weiß es. Ja, also, ich habe jetzt nochmal was überlegt. Und zwar, was ist einfach, wenn die Besucher gar nicht böse sind? Also, sie sind lieb eigentlich, weil sie wollen ja diese ewig nicht endende Zeitschleife eben wegmachen. Aber die Frage ist, ob zu ihrem Vorteil oder ob zu unserem Vorteil. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch die Schilder im Shop.
Weil die Frage ist, sie wollen wahrscheinlich raus aus der Zeitschleife. Das ist natürlich klar. Aber die Frage ist logischerweise, wie auf den Schildern so schön angedeutet, wollen sie uns helfen oder nicht? Das heißt, wollen sie sich nur um ihr eigenes Wohl kümmern und schauen, dass sie da rauskommen, die Sieben? Oder juckt sie auch die Bewohner dieser Karte? Wir, die ahnungslosen Opfer, die nichts kapieren. Ja, wir werden sehen. Und noch ein Detail ist halt, wie vorhin schon gesagt, ob der Mech kommt. Vielleicht kommt der Mech ja noch. Und wir bekommen so ein Live-Event von allen Seasons. Das heißt, der Mech kommt nochmal. Weil durch die Zeitschleife könnten wir ja auch davor obwohl, das wird nicht gehen. Dann wäre ja... Obwohl, es könnte sich ja auch sein, dass die Zeit sich vielleicht zurückdreht und eben das Monster wieder kommt. Der Roboter wieder kommt. Dann, was hatten wir noch? Kevin als Würfel kommt wieder. Dann der Eiskönig kommt wieder mit seiner Burg und macht dir wieder Schneesturm. Und das alles zusammen, diese ganze Kraft, führt dazu, dass diese Karte einfach in Stücke gerissen wird. Und der Busfahrer kommt mit allerletzter Not noch mit eben den Fortnite-Spielern, also den Skins, aus dieser Welt raus, kurz bevor sie völlig zusammenbricht und rettet uns somit alle. Die Frage ist, haben die Fortnite-Leute daraus was gelernt, dass sich gegenseitig abknallen? Nein, das war nur Spaß. Aber... Auf jeden Fall ist das Ganze echt sehr spannend, auch wenn ich jetzt zum 70. Mal sage, wir wissen immer noch nicht, ob der Besucher gute oder böse Absichten hat. Ich hoffe natürlich, dass er gute hat, aber die Zeitschleife hat sich jetzt schon 7 Mal wiederholt, das heißt 7 Mal hat er die Rakete zu früh gestartet, so wie es sich in den Aufzeichnungen anhört. Und jetzt eben das 8. Mal müsste jetzt sein, oder? Oder ist es das 7. Mal? Hat er halt gesagt, dass er die Rakete dann starten soll, wenn eben dieser Zero Point wieder explodiert und es eigentlich wieder von vorne starten würde. Dann soll er die Rakete starten. Nicht vorher, nicht nachher. Weil sonst ist er wieder in dieser Zeitschleife. Und das ist ja wieder das Problem. Und ja, ich entschuldige mich nochmal für das schlechte Internet, aber kann man leider nichts machen. Also, ist echt krass. Ist einfach spannend. Es kann aber auch sein, was mich eher erschrecken wird, dass das Live-Event total enttäuschend wird. Davor habe ich eher Angst. Weil wenn es einfach nur noch ein Raketenstart ist, dann ist es schwach. Aber was ich mir immer noch die Frage stelle, was ich mich auch vorher schon gestellt habe, was hat der Besucher eigentlich damals bezweckt, dass er den Riss geöffnet hat? Wollte er wieder nach Hause? Oder was wollte er machen? Ich glaube, er wollte wieder nach Hause, hat aber sich, wie gesagt, verrechnet. Und mit dieser interdimensionalen Materie, das ist Kevin praktisch, diese interdimensionale Materie, dass die eigentlich gar nicht die Kontrolle, weil Kevin hat ja irgendwie die Kontrolle über den Riss übernommen und hat sich somit irgendwie produziert. Also Wahnsinn. Aber die Frage, die ich mir noch stelle, ist, was ist, wenn seit Season 4 diese Zeitschleife ist? Das könnte eigentlich, ja, eigentlich könnte es nicht sein. Das ist jetzt absurd. Das ist jetzt ein bisschen Unreal Talk, aber es ist einfach nur mal jetzt eine verrückte Theorie. Was ist, wenn seit Season 4 dieser Zero Point explodiert ist? Wenn die Rakete in der Parallelwelt eben in Loot Lake reingekracht ist und praktisch diesen Zero Point von der Parallelwelt zu Season, wann war's? 8 in unsere Welt teleportiert hat und damit praktisch dann irgendwann die Sensoren von der Regierung oder was das war oder von Singularität ausgeschwenkt haben, dass da irgendwas komisches ist und dann eben in Season 8 man es gefunden hat und dann Singularität und die ganze Menschheit herausgefunden hat oder die ganze Fortnite-Welt, dass man diese Energie nutzen kann. Aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, diese Energie hätte man nie entdeckt. Weil jetzt die Energie macht schlecht. Wie gesagt, ist alles sehr spannend. Ich freue mich schon mega dran. Was ich aber allerdings immer noch nicht kapiere, wie die Lava immer noch flüssig sein kann, nachdem kein Vulkan mehr ausbricht. Ohne Scheiß, ist unlogisch. Aber egal, das Eis ist ja auch immer noch da, obwohl es eigentlich schon lange hätte schmelzen müssen, ohne Polar Peak. Das haben sie jetzt einfach mal so stehen gelassen, ist ja auch egal. Wir werden uns sowieso bald davon verabschieden. Ich würde nochmal empfehlen, landet einfach nochmal da, wo ihr am liebsten gelandet seid. Einfach nur fürs Nostalgie-Feeling, macht dann einfach den hier.
und verabschiedet euch von eurer Karte. Ist zwar traurig, aber es wird so sein. Das ist irgendwie auch schade, auch wenn jetzt so viele sagen, ich meine, bei Apex war ja auf Season 3 auch eine neue Karte nach 3 Seasons, aber ich meine, naja, 10 Seasons war schon eine lange Zeit, diese Karte hat viel miterlebt, es war wirklich toll hier. Eben auch viele lustige Sachen wie die Flugzeuge, ich weiß, viele waren davon kein Fan, ich fand das Flugzeug eigentlich sehr witzig, weil früher gab es oft meistens Flugzeugschlachten. Ja, dann kamen wir mit dem Vulkan, auch eine schöne Erneuerung eben. Season 8 fand ich zwar eher schwach, dann Season 9, der Windtunnel. Ach, oh, Nostalgie, oh, richtige Emotionen. Egal, ich freue mich, ich bin wirklich zum 1000. Mal, wie gesagt, noch Leute, Retalk, zum 1000. Mal bin ich sehr gespannt. Ach, Leute, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es uns auf uns zukommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt noch viel Spaß. Was auch immer ihr heute machen wollt, wenn ihr noch eine Runde Fortnite spielt, geht nochmal dahin. Geht die Karte nochmal ab in Spielwiese oder so. Ja, habt doch einen schönen Tag. Ich bin gespannt. Wir sehen uns wieder. Ciao.